Yo, was geht ab? Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Es ist Freitag, es ist Q&A-Tag. Ihr wisst es doch. Wer irgendwelche Fragen hat und gerne am Freitag auch, dass wir hier im Video zusammen drauf schauen, einfach in die Kommentare hauen. Ich pick mir dann immer welche raus. Heute sind es wieder 4 Coins querbeet, die wir uns zusammen anschauen. Deswegen, ich freue mich drauf. Und es kamen jetzt wieder vermehrt Fragen zu richtigen Trading-Content, den ich ja eigentlich, ich hatte am Anfang mal diese Backtest-Videos gemacht. Mache ich halt wenig, weil es viel auf YouTube davon schon gibt. Ich möchte dieses Rationale und Echte halt im Kryptomarkt so ein bisschen etablieren. Wer da sonst Bock drauf hat, natürlich, ihr könnt 7 Tage auf swissfox.com kostenlos testen. Oder ihr haut die Fragen am Sonntag im Livestream einfach rein. Da können wir natürlich auch Live-Trading machen. So, ab und los geht es. Hier haben wir noch BTC offen. Hat unsere Zone schön gespielt über die Woche. Aber darum soll es natürlich nicht gehen. Wir fangen mit dem ersten Coin an. SLP. Schauen wir uns den guten Bruder doch mal an. Und ihr wisst es, wir lieben Coins mit viel Historie. Und auch einfach mal fürs Gefühl, wie wir manchmal auf diese astronomischen Prozente kommen. Wir nehmen jetzt vom gesamten Verlauf nur das Pullback-Level. Ihr wisst, ich mag es nicht reißerisch, aber da sind wir schon bei zarten 6000%. Okay, aber darum soll es jetzt natürlich nicht gehen. Einfach nur, was es für Möglichkeiten gibt. Uns interessieren ja natürlich im Kleinen oder die aktuellen Konstrukte, was der Kollege im normalen, im aktuellen Verlauf macht. Wir haben das High rausgenommen, haben es gebrochen, Liquidität geholt. Wo ist das nächste Pullback-Level? Das haben wir bei sehr vielen Coins diesen Abverkauf. Das würde ich noch als human sehen, dass wir sagen, hier oben hatten wir den Abverkauf bis hierhin. So, machen das mal eben ein bisschen schick. Haben das so und so. Und hätten dann dort oben, wie viel ist das an Prozenten? Von jetzt bis da oben werden schon wieder 300%, wenn man jetzt einfach blind einkaufen würde. Das ist nicht verkehrt. Die aktuelle Wochenkerze wird, glaube ich, schon bestätigt. Ja, das hatte ich beim letzten Mal auch am Sonntag schon gezeigt, dass wenn es so dynamische Ausbrüche gibt und BTC weiterläuft, dann hilft es oft für die erste Marge, wenn man einfach die Korrektur der Wochenkerze nimmt. Wir sind halt aktive Händler und dann machst du, allein wenn wir bis zum High laufen, schon 70%. Also hast du schon fast ein X2 gemacht. Deswegen, sowas dient häufig gut als Einstiegsmöglichkeit. Aber ansonsten, ich kaufe ja gerne in meinen Tranchen ein, nehme ich die gesamte Bewegung und sage, nächstes Level ist erst hier. So, das heißt, von hier aus nochmal 30% runter. Dann würde ich vielleicht noch hier diesen Impuls nehmen. So, da hätte ich schon 3 Einstiegsmöglichkeiten. Wenn ich immer mit je 25% reingehe, hätte ich hier einmal jetzt eingekauft, nach diesen 30% und dann nochmal nach 60%. Plus, der Markt könnte nochmal komplett hier drunter brechen. Ich male es nur düster, damit man mein System auch ein bisschen versteht. Und hätte hier einen heftigen Durchschnittspreis, weil ich in diesen 30 und 60% Abschnitten gekauft hätte. Plus, ich würde hier nochmal mit 25% reingehen. Hätte hier die letzte Marge von meinen 25% und hier nochmal eine drunter. So würde ich mir den Coin zerlegen. Und egal, was er macht, ich bin am Ende, wenn er nicht komplett stirbt, bin ich gut vorne. Und das ist halt das Wichtige, dass wir unser Kapital schützen. Und so würde ich da rangehen. Und sobald er auch vielleicht nur aus dieser Bewegung, aus dieser mittleren Bewegung ausbricht, von hier aus, machst du über 400%. Und das finde ich halt wichtig. Und so würde ich da rangehen. So, als nächstes XPR. Schauen wir uns den Kollegen mal an. Und hier haben wir wieder, ich glaube, ich habe echt viel zu wenig Prozente in Thumbnail geschrieben. Aber wie gesagt, ich oft reißerisch, aber wir bleiben rationale Händler, das ist ganz wichtig. Hier haben wir auch schon wieder über 2000%, wenn wir uns diese Bewegung anschauen, die humanere, die es oft gibt oder die wir häufig sehen, ist dieses Zwischenlevel.
So. Würde ich so nehmen. Und da hätten wir auch wieder 500% auf ganz entspannt. Hier sieht es gerade ein bisschen anders aus, weil die Wochenkerze schon einmal geholt worden ist. Da würde ich jetzt dieses markante Tief nehmen. Also nach der Marktstruktur dieses Low, ein High ausgebildet. Und dann könnte sein, dass wir da gerade schon drin hängen. Ja. Das heißt, hier sieht man, aber auch im Nachgang sehen wir dadurch, wie schön unsere Kauflevel funktionieren. Denn von dort aus hat er 89% gemacht, nur nach unserer Strategie. Und da hast du schon wieder ein X2. Gut, der Bruder ist uns jetzt vor der Nase abgehauen. Passiert. Also abwarten, dass der Kollege vielleicht nochmal hier reinläuft, dass wir hier nochmal einen Einstieg bekommen. Denn wir sehen, ich glaube, wir sehen, dass wir halt von hier aus gerade schon einmal korrigiert haben, was schön ist. Das heißt, hier wurden schon mal Profite genommen. Hier sind Gewinne realisiert worden. Das heißt, egal wie tief wir korrigieren, möchte ich davon ausgehen, dass wenn wir das nächste Mal dieses High angreifen, vielleicht auch bis zu diesem Punkt hier rennen. So. Oder hier die Korrektur. Auf jeden Fall, ich meine damit, wenn wir das High schon ausgebildet haben, hier wurden schon Profite genommen, wir bekommen dann den Pullback, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben nochmal durchscheppern. Deswegen auch sehr interessant. Würde halt warten, dass der Kollege da runterkommt. Ich weiß nicht, wieder auf Tagesbasis. Oh, Moment. Auf Tagesbasis. Ja, muss man sagen, würde ich jetzt nicht damit rechnen. Bei BTC ist es halt gerade kritisch. Aber es wäre die erste Marge, wäre hier drin. Also die erste Kaufzone. Das wäre bis zu dem High auch schon wieder 60%, weil er halt gerade diesen Ausbruch hier bestätigt. Ansonsten erstmal warten, dass er in den unteren Bereich läuft. Und danach hier in diese Bereiche. Da haben wir wieder schöne Abschnitte. Einmal einen, wo er gerade drin ist. Ein bisschen tiefer und dann nochmal hier vielleicht, oder hier bei der 001 könnte ja auch ein psychologisch wichtiges Ding sein. Also, und nach oben hin sehr viel Potenzial. Fett. Dann schauen wir uns CGV USDT an. Kogito. Kogito meum, erkenne dich selbst. und die machen es mir natürlich wieder schwierig, weil ich hier einmal jetzt dieses Wochenlevel habe, wo wir schon gerade reinlaufen. Das heißt, das ist schon wieder die erste Kaufmarge eigentlich, weil wir, was haben wir hier in der Spitze? Oh, Moment. Haben wir schon 46% verloren, aber ja, es ist auf Wochenbasis ist es das erste Kauflevel. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das hier eigentlich interessanter. Also muss natürlich jeder, wenn man sagt, ey, ich muss das Ding haben, das ist ein interessantes Kauflevel, ja. Aber ich würde dann eher nochmal gucken, dass ihr vielleicht nochmal 30% tiefer kommt. Weil das hier war eine für mich eine Bewegung und wir haben hier über diesem High geschlossen. Das heißt, nach Marktstruktur wäre das hier ein schönes Einkaufslevel, dass der Markt da nochmal reinläuft. Das würde ich mir anschauen. Würde dann nach oben hin. Boah. Und du hast sofort dein X2, hast sofort deine Profite safe. Schönes Ding. Und sieht so recht easy aus, ne? Hat einen heftigen Ausbruch. Aber wir können noch mit rein und Profite sichern. Das ist ja das Wichtigste. Deswegen CGV, nices Level bei 14 Cent. So, und zu guter Letzt Quick Intel, aber das ist ja QKNTL. Nee, QKNTL. So, meine Güte. Schauen wir uns den Kollegen mal an. Auf Wochenbasis auch wieder so einen heftigen Ausbruch. Wenn die Kerzen wieder so in einem Move nur nach oben knallen, möchte ich aber auch wieder dieses Pullback-Level nehmen. Und da haben wir ganz knapp vorgedreht. Wenn wir das jetzt hier sogar an diese Impulskerze setzen, haben wir genau aufs 61,8er drauf getoucht. Wenn das der Pullback war, ja, dann bon chance für alle, die dabei sind. Der ist halt genau drauf getappt. Wenn wir uns das anschauen, ist er seitdem an auch fast, ne, ist 50% hochgegangen. Ja, gut. Ich würde dennoch darauf warten, dass
wir nochmal eine Korrektur bekommen nach unten. Das Schöne ist, das nenne ich immer steile Liquidität, dass sobald der Markt sich hier fängt und hier überbricht, ist es so, dass es eine Kettenreaktion gibt und der dann einmal dieser SL holt, dieser SL, dieser SL und dann nach oben hin halt wie so ein Dominostein, also wie so ein Dominoeffekt hier alles abklappert. Deswegen, der könnte hier unten auf jeden Fall interessant sein. Doof ist halt, dass er jetzt gerade hier schon diesen Support bildet, aber da hatte ich auch gestern im Discord mit dem mal gesprochen, auch ich bin da recht hartnäckig, also wenn er es nicht anläuft, dann bin ich halt raus, aber ich würde mir hier 61,60 würde ich mir einen Alarm setzen und schauen, wenn der Kollege da reinläuft, mich einkaufen und dann würde ich allein bis zum High schon wieder 160% machen. Sehr schön. So, das war unser Q&A. Wie gesagt, gerne in die Kommentare hauen, was ihr nächsten Freitag sehen möchtet. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns alle am Sonntag sehen. Ansonsten auch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns bis dahin. Peace.